Im Juni 1859 ist eine Kutsche auf den holprigen Straßen Norditaliens unterwegs. Darin sitzt Henri Dunant, ein Genfer Geschäftsmann, der bei Napoleon III. Um Audienz ersuchen will. Er weiß, dass sich der französische Kaiser mit seiner Armee in dieser Region aufhält. Eines Abends gerät Henri Dunant in der Nähe von Solferino, einem sonst friedlichen Dorf, unvermutet mitten auf ein Schlachtfeld. Die Armeen der Franzosen und der Österreicher liefern sich dort einen gnadenlosen Kampf. Für Dunant ist das eine schreckliche Erfahrung. Bei Einbruch der Dunkelheit sind Tausende von Soldaten tot. Viele weitere ringen mit dem Tod oder sind verwundet. Ohne medizinische Hilfe sind sie auf dem Schlachtfeld auf sich allein gestellt. Die Sanitätsdienste der beiden Armeen sind völlig überfordert und können kaum etwas ausrichten. Die erschöpften, blutüberströmten Soldaten kämpfen um ihr Überleben und versuchen, wieder zu ihrer Truppe zu gelangen. Henri Dunant vergisst alle seine Pläne. Es muss dringend Hilfe organisiert werden. In der Dorfkirche richtet er ein Notspital ein. Die Sterbenden und Verwundeten werden dort aufgenommen und in einer ruhigen Umgebung betreut. Die Frauen des Dorfes und weitere Einwohner unterstützen Dunant bei seinen Bemühungen. Alle nehmen sich der französischen und österreichischen Soldaten an, ohne nach Staatsangehörigkeit zu unterscheiden. Sie schreiben sogar die Abschiedsbriefe der Sterbenden an deren Familien. Tag und Nacht setzen sie sich unermüdlich für die Betreuung der verwundeten Soldaten ein. Auch nach seiner Rückkehr in die Schweiz hat Henri Dunant die schrecklichen Ereignisse immer wieder vor Augen. Er schreibt ein Buch, eine Erinnerung an Solferino, das 1862 veröffentlicht wird. Darin schlägt er vor, in allen Ländern neutrale und unabhängige Hilfsgesellschaften zu gründen. Diese sollen im Kriegsfall die Verwundeten aller beteiligten Parteien versorgen. Seine revolutionäre Idee hat großen Erfolg. Mit der Unterstützung von 4 Mitbürgern gründet Henri Dunant kurz darauf das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das IKRK. 1864 tritt in Genf eine internationale Konferenz zusammen. An dieser Konferenz wird das erste Genfer Abkommen angenommen, das verwundete Soldaten schützt und ihnen eine neutrale medizinische Versorgung gewährleistet. Jahre später, nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, finden weitere Konferenzen statt, an denen zusätzliche Abkommen zum Schutz von betroffenen Menschen unterzeichnet werden. Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige von Seestreitkräften. Kriegsgefangene, zivile Kriegsopfer. Doch es war Henri Dunant, der Pionierarbeit geleistet hat. Indem er sich angesichts der Unmenschlichkeit des Krieges von Menschlichkeit leiten ließ, führte er mit seiner Initiative die entscheidenden Veränderungen herbei. Mittlerweile haben fast 200 Länder die Genfer Abkommen unterzeichnet. Über diese Abkommen, das zentrale Element des humanitären Völkerrechts, wacht das IKRK. Es engagiert sich für die Verbreitung dieses Rechts und setzt alles daran, das Leben und die Würde der Opfer von bewaffneten Konflikten unterschiedslos zu schützen. Verwundete und kranke Militärpersonen, aber auch Kriegsgefangene und andere Häftlinge, die das IKRK regelmäßig besucht. Durch permanente Kontakte mit den Behörden setzt es sich für die Sicherheit und die Wahrung der Würde dieser Menschen ein. Zivilpersonen, die direkte Opfer von bewaffneten Konflikten sind, aber auch Männer, Frauen und Kinder, denen es wegen Kriegen am nötigsten fehlt. Wasser, Lebensmittel, medizinische Versorgung, Unterkunft und Kleider. Außerdem setzt sich das IKRK in Zusammenarbeit mit den nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften dafür ein, den Kontakt zwischen auseinandergerissenen Familienangehörigen wiederherzustellen und die Familien zusammenzuführen.
Im Rahmen seiner Möglichkeiten vertritt das IKRK vor Ort die Anliegen von Opfern von bewaffneten Konflikten gegenüber Behörden, politischen Verantwortlichen und Vertretern der Armee. Damit schützt es das Leben, die Rechte und die Würde von unschuldigen Menschen. Weltweit bestehen heute über 180 nationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften. Sie greifen helfend ein, wenn in ihrer Region ein bewaffneter Konflikt ausbricht. Ebenso übernehmen sie in Friedenszeiten wichtige Aufgaben für Menschen in Not. Die nationalen Gesellschaften sind vor allem in vier Bereichen tätig: Katastrophenhilfe, Vorbereitung auf Katastrophen, gemeindenahe Gesundheitsversorgung und Erste Hilfe, Verbreitung der humanitären Grundsätze und Werte. 1919 gründeten die nationalen Gesellschaften ihren eigenen Dachverband. Heute koordiniert die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften die Aktivitäten der nationalen Gesellschaften auf internationaler Ebene. Sie unterstützt diese auch bei internationalen Hilfsaufrufen, bei Naturkatastrophen, Dürren, Orkanen, Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Überschwemmungen, aber auch in anderen Notsituationen wie Flüchtlingsströmen oder sozioökonomischen Krisen. Außerdem hat die Föderation den Auftrag, die Kompetenzen der nationalen Gesellschaften auszubauen, damit diese leistungsfähiger agieren können. Millionen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und von Freiwilligen des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds tragen heute Tag für Tag dazu bei, dass Angst und Hunger gelindert werden und dass Menschen in Not Hilfe erhalten. Sie setzen damit die großartige Idee von Henri Dunant in die Praxis um. Das Schweizerische Rote Kreuz, SRK, zählt fast 50.000 Freiwillige und 500.000 Mitglieder. Seine Organisationen sind im Gesundheitswesen, in der Integration und im Rettungswesen tätig. Im Ausland leistet das SRK Katastrophenhilfe, Wiederaufbau und Entwicklungszusammenarbeit. Im Auftrag des Bundes ist das SRK verantwortlich für die Versorgung des Landes mit Blut und Blutprodukten. Die 13 regionalen Blutspendedienste nehmen jedes Jahr gegen 400.000 freiwillige Blutspenden entgegen. Das SRK engagiert sich in 30 Ländern. Die Gesundheit von Müttern und Kleinkindern, der Kampf gegen Epidemien und gegen die Armutsblindheit sind besonders wichtig. In Nepal werden jährlich 10.000 Augenkranke operiert und 260.000 Menschen untersucht. Die Kantonalverbände des Roten Kreuzes beraten junge Eltern vor der Geburt und bei der Pflege ihrer kleinen Kinder. Sie leisten auch eine Reihe weiterer Dienste zur Entlastung von Familien mit Kindern. Kinderhütedienst oder Kurse für Babysitter sind zwei Beispiele.
Ältere, gebrechliche Menschen können länger in ihrer vertrauten Umgebung bleiben, wenn sie wissen, dass im Notfall rasch Hilfe kommt. Der Rotkreuz-Notruf ermöglicht, mit einer einzigen Taste Alarm auszulösen und Hilfe herbeizurufen. Im Rotkreuzdienst leisten Frauen mit einer Berufsausbildung im Gesundheitswesen freiwillig Militärdienst. Sie unterstützen die Armeesanität und stehen auch bei Unfällen, Impfkampagnen oder Behindertenlagern im Einsatz. Fahrdienst, Unterstützung pflegender Angehöriger oder Besuchsdienst sind Angebote der Kantonalverbände des Roten Kreuzes. So bleiben ältere, behinderte oder gebrechliche Menschen im Alltag länger selbstständig. Im Schweizerischen Roten Kreuz gibt es 4 Jugendorganisationen. 6.000 junge Menschen lassen sich dort in Rettung und Erste Hilfe ausbilden oder leisten freiwillig soziale Einsätze. Sie pflegen zudem den Austausch auch über die Landesgrenzen hinweg. Tief und fest in seinem Baum. Genau, der Hamster, der gräbt sich ja ein und dann macht er sich wie ein kleiner Hügel. Die Makaken legen sich aneinander. Gut, und was haben wir hier für ein Tier? Das SRK will, dass Menschen mit Gesundheitsproblemen und belasteten Lebensumständen ihre Chancen wahrnehmen und an der Gesellschaft teilhaben können. Im Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer erhalten traumatisierte Menschen und ihre Angehörigen therapeutische Hilfe. In Kirgisistan beteiligt sich das SRK im Auftrag des Bundes an einer Gesundheitsreform. In einer Bergregion wurden Spitäler saniert und das Personal ausgebildet. In vielen Dörfern helfen Freiwillige, die Gesundheitsprävention für 1,5 Millionen Menschen zu verbessern. Zum Schweizerischen Roten Kreuz gehören auch 5 Rettungsorganisationen. Der Schweizerische Samariterbund fördert den Einsatz von Freiwilligen im Rettungs-, Gesundheits- und Sozialwesen. Er sorgt dafür, dass Verunfallte und plötzlich Erkrankte erste Hilfe erhalten. Samariter helfen bei Anlässen und leisten Betreuungs- und Pflegeeinsätze. Die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft hat den Schutz und die Lebensrettung im und um das Wasser zum Ziel. Sie klärt über Gefahren auf und fördert das Schwimmen als Sport. Die SLRG bildet Rettungskräfte aus und leistet Überwachungs- und Rettungsdienst. Damit wir unser Herz, das in der Mitte liegt, wieder zum Schlag bringen, brauchen wir den Defibrillator. Und für das brauchen wir auch die Pads. Und anschließend tun wir es am Defi anhängen. Der Schweizerische Militärsanitätsverband bildet Angehörige der Armeesanität und des Zivilschutzes außerdienstlich weiter. Er organisiert Ausbildungskurse in Erster Hilfe, auch für Jugendliche, und leistet Sanitätsdienst bei Anlässen. Gegeben.
Der Verein für Such- und Rettungshunde, REDOC, bildet Teams aus für die Suche nach vermissten und verschütteten Personen. Rund um die Uhr sind Führerinnen und Führer mit ihren Hunden bereit für die Suche nach Vermissten und für Einsätze bei Katastrophen. Die Rettungsflugwacht REGA bringt medizinische Hilfe aus der Luft. Neben den Einsätzen bei Unfällen transportiert sie Patienten, aber auch Organe, Blut, Medikamente oder medizinische Spezialisten. Die REGA organisiert, wenn nötig, Rückführungen aus dem Ausland. Den Help-Jugendsamaritern kann man ab etwa 8 Jahren beitreten. Die Helpies lernen auf spielerische Weise, erste Hilfe zu leisten. Dazu werden auch Weekendlager und Plauschanlässe organisiert. Normalerweise findet einmal im Monat ein Help-Anlass statt, meist am Sonntagnachmittag. Was ich in der Help-Gruppe lerne, kann ich auch im Alltag gebrauchen. Kürzlich habe ich meiner Mutter einen Verband angelegt, als sie sich in den Finger schnitt. Bei den Helpies habe ich viele junge Leute kennengelernt und neue Freunde gefunden. Neben Theorie und Praxis stehen immer auch Spaß und Unterhaltung auf dem Programm. Jugendliche ab ca. 10 Jahren lernen bei der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft verschiedene Schwimmstile, das Tauchen und vor allem aber, wie man einen Ertrinkenden rettet und erste Hilfe leistet. Ich bin Ramona Rieder, bin 12 und ich bin jetzt schon 5 Jahre dabei. Ich bin hier dabei, weil mir Schwimmen schon ziemlich viel Spass gemacht hat. Wir machen Jugendprävents, wir machen noch Rettungs-, Schwimmtests, verschiedene. Ja. Für das Prävent muss man einen Rettling können retten. Man muss wissen, wie man den Rettling nachher muss aus Gefahren bringen und wie man muss beatmen und wie man überhaupt Gefahr muss einschätzen muss. Man muss eigentlich keine spezielle Fähigkeit haben, aber ich finde, es sollte auch ein bisschen Spass daran haben, wenn man da mitmacht. An einem Wettkampftag tut man verschiedene Staffeln. Man tut zum Beispiel ein Rettung abschleppen oder man tut unter Zeitdruck schwimmen. Der Schweizerische Militärsanitätsverband fördert den Einsatz von jungen Freiwilligen im Rettungs- und Sanitätswesen. Im Ernstfall wird erste Hilfe geleistet. Die Jugendlichen lernen die Absicherung von Unfallstellen, die Bergung sowie die erste Betreuung verletzter Menschen. Ich bin Evelyn Meyer und von Herisau. Und bis seit 11 Jahren bin ich im Jugendclub. Ich bin 24. Es ist ein Traum, die Sanität etwas besser zu kennenlernen. Erstens geht es uns ja um die Erste Hilfe, also das heisst auch PC kennenlernen, wie man Seitenlagerung macht
Und dann auch viele so gesellschaftliche Anlässe, das heisst Partygrillflausch oder ein Klausabend. Wir haben auch schon ernste Sätze gehabt. Wir können beim SC Herisau stehen, also das heisst Samariter oder Sanitäter. Im Jugendrotkreuz engagieren sich junge Freiwillige. Sie betreuen ältere und behinderte Menschen, organisieren Spiele und Sommerlager für Kinder aus anderen Kulturen oder geben diesen, wie hier, Nachhilfeunterricht. Ich bin auch 2 Jahre dabei. Die Motivation ist, macht mir auch Spass. Ich lerne auch, wir lernen gegenseitig vom Schüler und also die Lehrer beide profitieren und etwas Sinnvolles in der Freizeit machen. Das ist eigentlich meine Hauptmotivation. Ich habe auch extrem viel über die Hintergründe gelernt, wieso, was passiert, wenn ein Kind jetzt da hinkommt, was es bedeutet. Reis oder Kartoffeln und Salat. Wir trinken immer Wasser. Ich bin schon seit einem halben Jahr dabei. Und meine Hauptmotivation ist eigentlich, dass der Weg von der Integration eigentlich über die Sprache läuft. Und deswegen habe ich mich einfach zum Ziel gefasst, jetzt zumindest einem Schüler mal gut Deutsch beizubringen, dass er sich durch das auch integrieren und auch mit der Umwelt verständigen kann. Und es bringt mich auch persönlich weiter in meiner Ausbildung. Ich mache die Ausbildung zur Oberstufe, Lehrperson. Und es wird sicher vorkommen, dass ich in meiner Klasse Schüler habe, die eben Deutsch als Fremdsprache haben. Mach was aber ohne Werbung. Tina? Ihr Baden. Ich bin seit etwa 2,5 Jahren im Jugendrotkreuz dabei, seit wir es gegründet haben. Ich wollte etwas machen, das anderen Leuten hilft, die hier hinkommen in die Schweiz. Und das heisst auch für mich, dass ich Wirtschaft studiere. Aber ich werde meine wirtschaftliche Ausrichtung auf einem Non-Profit-Management machen. In meinem persönlichen Leben sehe ich einfach mal die Motivation, die hinter so einer Lernerfahrung eigentlich noch stehen kann. Pferd. Fleisch. Genau, und der Artikel dazu? Das Fleisch.